Inwiefern kann die voranschreitende Recherche Einfluss auf meine Forschungsfrage haben? Soll die Forschungsfrage entsprechend der bis jetzt gefundenen Informationen nachgeschärft werden? In geisteswissenschaftlichen Forschungen, in der geisteswissenschaftlichen Fragestellung, gehen wir häufig nach der sogenannten historischen Methode vor. Die besteht aus dem Dreischritt Heuristik, Quellenkritik und Interpretation. Die Heuristik wäre sozusagen das Suchen nach Fragen und Quellen, die die Fragen belegen. Die Quellenkritik kennen wir, da schauen wir uns gleich an, und dann die Analyse des Materials. Das heißt, hier haben Quellen eine zentrale Rolle, weil sie die Fragestellung beantworten und weil sie uns überhaupt helfen, dieses Themengebiet zu fassen. Dabei ist natürlich die Wiederherstellung von der Vergangenheit nicht möglich. Das hat schon damit zu tun, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben, dass es hier eine ganz andere, ja, gesellschaftliche Realität gibt. Ich versuche das meinen Studierenden immer so zu erklären, dass ich sage: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Puzzle, ein Putzle, das in einen Fluss fällt, und Sie versuchen das jetzt wieder zu rekonstruieren. Je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist, werden Sie vielleicht alle Teile wiederfinden, vielleicht nicht, vielleicht sind manche ganz zerstört oder ganz nass. Also das ist so das, was Sie versuchen mit der heuristischen Methode zu tun, immer aus der Perspektive der Gegenwart. Das heißt, wir haben hier auch immer die Quellen, die wir haben, auch die müssen wir aus einer gewissen Perspektive betrachten oder als solche sehen. Sie sind an sich auch schon eine Perspektive, die sie herstellen, und deswegen brauchen wir diese Quellenkritik. Wir haben dieses zentrale Element der äußeren und inneren Quellenkritik. Bei digitalen historischen Zeitungskorpora kommen da allerdings noch ein paar Dinge hinzu. Bei der äußeren Quellenkritik hätten wir sonst normalerweise klassisch, würden wir uns anschauen, wer schreibt das, wo liegt das Material, wie ist das generell zu verorten. Bei der Digitalisierung, bei den Digitalisaten, müssen wir noch weitere Schritte machen. Das heißt, wir müssen schauen, wie ist das Material ausgewählt worden? Ist es überhaupt für mich greifbar? Weiß ich das? Sprich, Stichwort Metadaten. Gibt es hier genügend Metadaten, dass ich als Forscherin, als Forscher, als Schreiberin, als Schreiber auch tatsächlich sagen kann, das ist umfassend genug, um mir zu helfen? Und als Zweites brauche ich natürlich eine Kritik der Interfaces, also wie gehe ich an das Material heran, welches Portal, welche Website ermöglicht mir hier den Zugang? Was darf ich hier beispielsweise? Paywalls, muss ich zahlen dafür? Das ist eine ganz andere Sache. Darf ich es runterladen, Downloads, Uploads? Wie ist die Darstellung auf den Websites? Die Quellenkritik, also diese Sachen zu berücksichtigen, hat natürlich einen großen Einfluss auf die Formulierung der Forschungsfrage, und daher ist es ein zirkulärer Prozess. Das heißt, wir fangen immer wieder von vorne an, wir schauen, kann ich jetzt mit den Quellen diese Frage beantworten, oder hat sich jetzt mein Bild so verändert, dass ich auch die Frage verändern muss? Umgekehrt, brauche ich noch Material, um meine Frage besser zu beantworten? Und das mache ich sowohl aus Quellen als auch vorhandener Sekundärliteratur, die mir hier natürlich auch unterstützen kann. Gibt es Tipps zur Strukturierung der Daten aus der Recherche, also zur Datensammlung und Dokumentation, die bei diesen Arbeitsschritten hilfreich sein können? Die Datensammlung und Dokumentation von historischen Zeitungen beispielsweise, das brauchen wir, um eben genau diesen Dreischritt, die heuristische Methode, Quellenkritik und Interpretation durchzuführen. Das heißt, die Datensammlung würde eigentlich diesem ersten Schritt entsprechen. Das heißt, wir haben Material, wir suchen Material, wir wollen Forschungsfragen beantworten. Auch hier in diesem ersten Schritt wollen wir also schauen, mit welchem Material kann die Fragestellung beantwortet werden, wo und wie wurden die Daten gesammelt, warum brauche ich genau diese Daten, diese Quellen oder warum nicht. Es geht also hier in einem ersten Schritt, wenn wir mit Zeitungsmaterial arbeiten, auch darum, was ist mein Korpus, was ist mein Untersuchungsgegenstand, woher bekomme ich denn, wie viel brauche ich es, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Reduktion ist hier oft notwendig. Ich muss dann aus diesem Korpus die relevanten Aspekte, und zwar für die Forschungsfrage relevanten Aspekte, herausholen. Ich muss also anpassen, verfeinern, reduzieren, vielleicht erweitern, Quellenkritik und eben sozusagen Heuristik kommen in diesem Schritt zusammen. Also ich muss noch einmal vielleicht Material dazu holen und dann noch einmal reduzieren und noch einmal erweitern. Dann strukturiere ich das Material und versuche es zu analysieren. Auch hier wieder die gegenseitige Abhängigkeit, dieser zirkuläre Prozess. Also ich mache die Quellenkritik, strukturiere das Material, also interpretiere schon durch diese Strukturierung, muss vielleicht auch wieder zurückgehen, wieder noch einmal anfangen, Material dazunehmen, Material wegnehmen.
Es braucht also hier auch Methoden, um das Zeitungsmaterial gut zu verwenden. Beispielsweise könnten wir quantifizierende Methoden nennen, korpuslinguistische Methoden oder eben auch beispielsweise die Computational History, die hier ganz große Quellenmaterialien anschaut, Corpora anschaut. Oder wenn wir uns reduzieren wollen auf qualitative Fragen, beispielsweise die Inhaltsanalyse. Aber auch das müssen wir beherrschen. Dann brauchen wir das Material natürlich, um einen Aufbau der Arbeit zu machen. Das heißt, auf Basis der Fragestellung und oder der These, auf Basis der Themen, die wir wählen, bearbeiten wollen, brauchen wir dann auch das Material, um Argumente für unsere Arbeit zu strukturieren, zu beweisen und vielleicht mit Beispielen aufzufetten. Und erst dann gehen wir in den dritten Schritt in die Interpretation. Das heißt, in dem Moment, wo wir den Text dann formulieren, ist es natürlich klassisch nach dem Aufbau Argument, Beweis, Beispiel, gehen wir dann vor und machen die Analyse. Welche Schritte folgen nach der Analyse der einzelnen Zeitungstexte? Wie kann ich die Erkenntnisse aus den umfassenden Diskursen in den Zeitungen darstellen? Wie schaffe ich sinnvolle Querverbindungen? Das ist natürlich bei dem Material, das wir bekommen, wenn wir uns mit Zeitungsrecherche oder wenn wir Zeitungsrecherche als Grundlage für unsere Forschung benutzen, besonders herausfordernd. Hier gibt es natürlich vor allem zwei Zugänge, wenn man das vereinfachen möchte. Das ist einmal der quantifizierende Zugang, das heißt, wir schauen uns die Ergebnisse oberflächlich an, versuchen Statistiken, Grafiken zu machen und beschreiben diese quantifizierten Ergebnisse mit Worten. Wir heben dabei Auffälliges heraus, wir erklären scheinbar Banales, das heißt, wir müssen Grafiken, Statistiken einfach wirklich unterstreichen und sagen, was, also textlich formulieren, was wir eigentlich hier jetzt gefunden haben. Das machen wir einerseits aus dem Quellmaterial, aber andererseits auch, indem wir eben bestehende Literatur hinzufügen. Der zweite Schritt werden, oder die zweite Methode ist natürlich die qualifizierende Zugang, qualifizierende Methoden. Ganz wichtig für uns hier ist die Inhaltsanalyse, das heißt, wir schauen, wie passen Themen zusammen, welche Themen haben wir in den Zeitungen, welche wollen wir uns ganz spezifisch anschauen. Auf Basis unserer Forschungsfrage beispielsweise. Ich mache es anhand eines Beispiels. Wenn ich jetzt wieder mit Frauen und Frauengeschichte mich beschäftigen möchte, dann muss ich einerseits natürlich anschauen, an welchen Stellen kommen Frauen zu Wort als JournalistInnen, aber auch, wo werden sie denn genannt, wo werden sie mit Namen genannt, welche Zuschreibungen gibt man ihnen als Gattin, als Ehefrau oder werden sie auch als Akteurinnen genannt? Welche Werbung gibt es für Frauen? Wie werden sie dort adressiert? Generell einfach, ich muss hier das ganze Spektrum der Zeitung berücksichtigen, was natürlich im Umkehrschluss für mich heißt, bei der qualifizierenden Analyse muss ich den Korpus, den ich habe, sehr reduzieren und kann dann so ins Detail gehen, um hier gewisse Aspekte herauszugreifen. Welche Elemente sind für die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit wichtig? Ganz banal, also es gibt hier natürlich viele andere Wege. Eine wissenschaftliche Arbeit besteht eben normalerweise aus Einleitung, Hauptteil, Schluss. In die Einleitung sollen fünf Elemente reinkommen. Das ist einmal dieser Anreißer, etwas, was Lust macht, die Arbeit zu lesen. Forschungsfrage, These, Forschungsstand aus der Literatur meist erarbeitet, das heißt, es gibt es schon. Und dann auch erklären, was der neue Blick ist und dann der Aufbau der Arbeit. Im Hauptteil. Der soll einen schönen Titel haben. Im Hauptteil greifen wir dann die Argumente auf, die wir in der Forschungsfrage formuliert haben, in der These formuliert haben, um das zu beantworten. Das heißt, der Hauptteil besteht aus 3, 4, 5 Kapitelchen, die diese Argumente aufgreifen. Im Schluss fassen wir das alles zusammen in der Zusammenfassung. Was war unsere Forschungsfrage? Was war unsere These? Ist es uns gelungen, das zu beweisen oder auch zu widerlegen?